Moin Leute, der SkyAttack Engel ist am Start. Willkommen zu SkyAttack. Freut mich sehr, dass die Videos bei euch gefallen finden, Leute. Ich habe heute aber so eine nicht so gute Nachricht für euch. Also für alle, die Frieden wollen. Also ich will auch Frieden, Mensch. Ich bin ja hier. Guck mal, ich bin der Engel. Will auch Frieden, aber es gibt da jetzt was, wo ich sage, da bin ich etwas unzufrieden und bin hier etwas sauer. Also, kleine Story. Also, pass auf. Ihr müsst aufpassen. Es ist wichtig, dass eure Aufmerksamkeit voll da ist. Es geht um diesen Stein. Und noch um ein bisschen mehr, aber Achtung. Diesen Stein hier, das ist ein sogenannter Dripstone, also ein Tropfstein. Das, was der hier macht, ist eine unendliche Lavaquelle. Ist top. Funktioniert blendend. Da bin ich auch froh drum. Das ist alles top. Aber diese Dripstones waren am Anfang halt eben selten und man hat davon mehr gebraucht. Man hatte einen Dripstone. Um die zu vermehren, braucht man einen bestimmten Block, der Dripstone Block. Der sieht so aus wie die Textur von dem Tropfstein, nur als Block. Und wenn der da als Block ist und darunter ist dieser Tropfstein und darüber ist Wasser, dann wächst der. Also kann man eine Zucht machen. Jetzt kommt's. Wir haben mit The Joecraft, mit Blizzor, also eher hauptsächlich Blizzor und The Joecraft. Ich glaube, RGB Pixel war da jetzt nicht so mit involviert. Ich weiß es nicht. Einen Deal gemacht, unter anderem auch mit Kroko, ganz, ganz wichtig. Der hat es den Deal so zum Laufen gebracht. Wir haben einen Dripstone gesponsert, damit die einen Block machen konnten, um mehr davon zu farmen. Ich habe bis heute noch nicht den Block gesehen. Also wir haben immer noch keinen Block gekriegt und ich muss euch jetzt mal kurz was zeigen. Es sieht nämlich so aus, also wenn ich beim lieben Kroko durchgehe. Ich habe übrigens den Wegzoll bezahlt. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr da Bescheid, dann muss ich nicht bezahlen. Habe es mit dem lieben Kroko geregelt. Es sieht jetzt nämlich so aus. Es hat bis jetzt jeder seinen Dripstone-Block wiederbekommen. Also dieses Ding hier. Da. Na? Das ist das eine Ding, das hat jeder gekriegt. Kroko hat es jetzt auch wieder, aber ich und Riol haben diese Dinger noch nicht gekriegt. Das werde ich jetzt abholen gehen. Also ich werde jetzt gleich zu Blizzor und zu The Joecraft gehen in Discord und werde sagen, ich möchte gerne einen Tropfstein haben. Also den holen wir uns ab. Na, weil das hat jetzt, es dauert einfach viel zu lange. Und dann gibt es noch eine weitere Sache, wo ich gestern einfach ein bisschen sauer war. Ich habe Blizzor nichts getan. Es geht aber darum, Revi ist auf den Server gejoint. Leute, kennt ihr Revi? Ihr wisst, Revi, ein kleiner Chaot, so ein bisschen, ein kleiner Schreihals. Gut, ich bin auch ab und zu mal so ein Schreihals. Aber ja, Revi ist halt ein Revi und der baut tatsächlich, ich zeige euch mal, wo Revis Grundstück ist. Achtung, aufpassen jetzt. Das ist alles, das hängt alles miteinander zusammen. Ich habe den Clip leider nicht, oder ich werde den auch nicht einblenden von Revi, weil ich weiß nicht, ob Blizzor das gestreamt hat oder so, aber da gibt es tatsächlich was. Ich muss mal gucken beim VOD von Revi, ob ich das vielleicht nutze. Ah, ich glaube, ich kann es eher nicht nutzen, aber ja, wir gehen jetzt erstmal hier. Blizzor ignorieren wir mal, zu dem kommen wir gleich. Habe ich hier irgendwas noch zu essen dabei? Nee. Okay, Achtung, aufgepasst. Hier ist der Joecraft. Komm gleich zu denen mal in den Talk. Da, hier ist das Grundstück von Revi, also da will Revi bauen. Der hat auch übrigens den Fuchs von Riol geklaut, der auf der Insel von Riol war, egal. Ja, Blizzor hat zu Revi tatsächlich gesagt, also Revi hat gesagt, kann ich irgendwas für euch tun? Und jetzt, no joke, Blizzor hat gesagt, oh. ja. Oh, ich bin bei Kev gespawnt. Egal, das ist nicht so weit weg von denen. Okay. Nochmal. Blizzor hat zu Revi gesagt, also Revis Frage war, kann ich was für euch tun? Und Blizzor hat gesagt, wenn Basti Zock kommt, dann kannst du den angreifen. So aus dem Nichts. Ich hab nichts damit zu tun gehabt. Oder hinten ist Kev. Ich bin aus Versehen in seiner Base gespawnt. Leute, ist ein bisschen was schief gegangen. Moment. Ich, muss mir
kurz zurück in meine Base und so und jetzt, Kleiner Moment. Ich regel das. Ich muss jetzt gleich auch in den Talk mit Blizzor und mit The Joecraft, aber ich brauche jetzt auch erstmal Essen. Aber der Weg, das ist nicht mehr weit. Aber versteht ihr mich? Versteht ihr gerade einfach mein Problem? Na? Es wird aus nichts gesagt. Ich habe nichts verbrochen, dass man mich angreifen soll. Das ist, also, muss ich sagen, das finde ich ein bisschen unerhört. Da bin ich jetzt so ein kleines bisschen sauer und die Situation, das gilt es jetzt gleich zu klären. Das ist jetzt eine Situation, die muss einfach aus der Welt geschaffen werden. Und deswegen hole ich mir mal ganz kurz das da. Wir machen ein Eisenschwert aus unserem letzten Eisen. Wir werden eh bald eine Eisenfarm haben oder sonst was. Ich habe Essen dabei. Und jetzt nochmal auf zu Blizzor. Ich gehe jetzt gleich auch in den Talk zu denen. Kleiner Moment, nochmal hier die ganzen Sachen durchqueren. Und wenn ich dann im Talk bin, muss ich auch noch, also erstmal wissen, so was der Joecraft meint. Also eins ist das mit dem Tripstone und eins ist die Story mit dem Revi-Gedöns da. Ne? Ihr wisst Bescheid jetzt. Ich habe euch alles erklärt. Ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Ich erkläre auch keine, also ich habe euch jetzt keine Lügengeschichten hier erzählt. Es ist tatsächlich so. Also, ne, das kann jeder bezeugen. Ich habe sogar einen Chatverlauf, wo ich Blizzor angeschrieben habe. Und jetzt müssen wir mal Tacheles reden hier. Tacheles. Achtung. Muss mal fragen, ob die bereit sind gleich. So, klitzekleiner Moment. So, da sind wir jetzt gleich auf der Insel. So, ich mache jetzt Basti-Sachen. Oh, moin Eisengolem. So, wo ist Blizzor? Ich muss den jetzt mal finden hier. Nein, da ist keiner. Ich suche ihn. Sind die da hinten irgendwie? Bei den Bäumen? Bauen die da irgendwas? Was sind denn die? Ach, da unten ist auf jeden Fall der Joecraft. Moment, geh mal rein. Seit Ewigkeiten mit Nö abgekürzt worden. Freunde? Oh. Ja. Das wird ja mittlerweile zu NH gemacht, warum auch immer. Freunde, jetzt wird Tacheles geredet. Antanzen, ja, cool. Sofort, hier, beim Phantomschutzbunker. Okay. Vor allem der Blizzor. Jetzt wird Tacheles geredet. Beef? Jetzt gibt's Beef, ich sag's dir. Oh nein, aber ich esse kein Fleisch. Jetzt, Joecraft, du kannst als neutrale Person gleich zuhören. Also es geht um zwei Sachen. Darf ich mit dieser Stimme reden? Ist das okay, wenn ich als neutrale Person mit dieser Stimme rede? Ja, ist in Ordnung, okay. Moment. Okay. Ich muss den muten. Geil. Schattenwolf! Nein. Das klang ja exakt gleich. Ja. Nein, es war zu hoch. So, wo ist Blizzor? Herkommen. Blizzor. Unterwegs. Diese Villager sind irgendwie komisch. Ah! Das ist nicht gut. Was machen die da? Die liegen auf dem Boden. Nein, die machen ganz komische Sachen. Ja, das ist illegal. Ich verhafte euch. Okay. BTF. Was gibt's, Jesus? So, Achtung. Also, das eine betrifft auch den Joecraft mit, weil das eure ganze Gruppe hier betrifft. Also, die Tripstone-Sache. Ich habe immer noch keinen Tripstone gekriegt wieder. Ja, auch keinen Tripstone-Block. Was heißt, ich muss fragen? Hä, Leute, ist das normal? Ist das normal, dass der die Radieschen von unten sieht? Ja, hast mal eine gute Menge. So. Ein bisschen Trip. Okay, das ist schön. Dann haben wir das abgehakt. Geil, dann haben wir diese Sache abgehakt. Ich habe meinen Tripstone gekriegt. Gut, okay. Und jetzt die Sache, die uns beide betrifft, Blizzor. Ich habe gestern deinen Stream geguckt, beziehungsweise den Stream von Revi geguckt. Und du hast gesagt, Revi soll mich töten. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts verbrochen. Und jetzt, was soll das? Ja, ich habe gesagt, aus Spaß, so von wegen, hey, vielleicht möchtest du ja ein bisschen Abwehr spielen, weil der Basti, der ist die ganze Zeit bei uns auf der Base drauf. Das stimmt doch gar nicht, ich bin gar nicht bei dir in der Base. Du bist hier voll oft. Ich bin hier nicht voll oft. Guck mal, ich habe gesehen, wie du extra deinen Skin soll geändert hast, verlangen, wenn jemand schon beim AFK sein, den Hintern auszustrecken. Ja, das war was anderes, aber ich bin nicht ständig bei euch. Ich baue meine eigene Insel. Und jetzt, das war doch auch nur ein Witz. Ja, ich möchte klarstellen, hier an der Stelle. Ich möchte das schriftlich festhalten. Habt ihr schon ein Buch? Ja. Nee, aber du kannst gerne ein Schild irgendwo hinstellen. Nein, ich möchte das schriftlich festhalten. Joe, du musst es auch hören. Joe, hörst du?
Ich höre. Hast du es mitgekriegt, was Blizzard zu Revi gesagt hat? Dass Basti total nett ist, habe ich mitgekriegt. Nein, er soll mich töten. Und jetzt geht's darum. Basti möchte gerne selbst getötet werden. Ist das okay? Also, wir haben es gerade gehört. Basti möchte gerne getötet werden von Revi. Also, so habe ich es mir jetzt auch aufgeschrieben. Joe. Okay, ja. Blitz, du hast Basti richtig verstanden. Er hat doch gerade gesagt, er möchte, dass Revi ihn tötet, oder? Kann auch gerne jemand klippen, so wie es gerade gesagt wurde. Als unabhängiger Preisrichter komm, TNT hierher. Ne? Also ich fühle mich jetzt komplett verarscht. Nein, ich will nur festhalten, ganz festhalten, wenn Revi mich tötet und sagt, das haben hier die gesagt, dass der mich töten soll, dann wirst du sterben. Ne? Dann wirst du... Ich habe jetzt gerade keine Einspieler, also stellt euch gerade mal vor. Du sterben. Du kannst mit mir anfangen. Ja, nein, du bist schuld. Du wirst dann sterben, Basti, du hast hier jetzt in den ganzen Attack-Projekten mal jemanden, der richtig abgeht. Also da musst du aufpassen. Ja, es heißt ja Sky Attack. Und was heißt richtig abgeht? Du gehst gar nicht richtig ab. Ich bin permanent on, merkst du es nicht? Das hat damit nichts zu tun. Du bist halt das erste Mal dabei, da ist die Euphorie nochmal anders. Ja, natürlich. Von daher, also Blizzard, ne? Ich will es nochmal festhalten. Basti? Ja. Ich bin jetzt ein netter Mensch und helfe dir mal kurz auf die Sprünge. Für den Fall, dass du es noch nicht gemerkt hast, ja? Der Villager! Du hast heute Morgen vergessen, dir was anzuziehen. Guck dir das! Liegt der bei dir auch? Oh, der sucht sich einen neuen Job. Hä? Der liegt bei mir auf dem Boden? Der hat einen Job. Was machst du? Du hast ihn getötet. Nein. Oh Gott. Ja. Ich habe ihn nur von seinem Job befreit. So. Was wolltest du sagen, Joe? Den habe ich mir hart erarbeitet. Basti, falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wertvoller Tipp, du hast heute Morgen vergessen, dir was anzuziehen. Und das ist keiner dieser Träume, wo man plötzlich vergessen hat, in der Schule die Hose anzuziehen. Ey, es ist Realität. Also zieh dir gefälligst an. Ich war in Craft Attack 8 ein Teufel. Jetzt bin ich in Basti, Sky Attack ein Engel. Basti, du möchtest, ich meine bei allem Respekt, du möchtest, dass wir dich ernst nehmen und dass wir jetzt quasi hier eine ernsthafte Verhandlung führen. Sag bitte, was machst du denn die ganze Zeit? Ja, ich bin komplett abgelenkt dadurch, dass der Typ es nicht hinkriegt, sich was Gescheites anzuziehen. Was? Ich bin ein Engel! Das Problem ist, die suchen sich die ganze Zeit den Job, der da drin ist. Und deswegen laufen die da immer raus und holen sich den Job jetzt. Also, der Nächste. Ich fühle mich jetzt hier aufgrund meiner Kleidung irgendwie diskriminiert. Alles gut. Vollkommen okay. Habt ihr vielleicht eine Hose? Du bist ein sehr gläubiger Mensch. Ich hab leider auch keine Hose. Ich zieh mir auch ausnahmsweise eine Hose an. Danke. Wo ist die Hose? Habt ihr eine? Ach ja. Habt ihr keine? Alter, wie viel Eisen ihr habt. Jetzt nochmal zum Festhalten. Also hier, Blizzard. Also, wenn ich wegen Revi sterbe. Gekillt werden von Revenzeit. Wenn ich gekillt werde von Revi, dann wird auf jeden Fall dann Blizzard da das und zu spüren kriegen. Und Basti schuldet dafür Blizzard 10 Euro in Real Life. So, das hätten wir erledigt, also bis dann. Ciao. Du möchtest Beef? So, Leute, das hätten wir geklärt. Dass Blizzard dann leiden wird, sobald Revi mich tötet. Und das haben wir jetzt auch festgehalten. Die Tatsachen sind einfach Fakt. Es sind Dinge gefallen, die ich nie gesagt habe. Ne? Also mir wurden Worte in den Mund gelegt, die ich so nie gesagt habe. Und deswegen, ich bin derjenige, der im Recht ist. Wir brauchen noch einen Minecraft-YouTube-Anwalt. Ah ja, ja, Kroko wäre safe auf meiner Seite, weil Kroko ist ein Mann des Rechts. Von daher... Na, muss ich das so regeln. Aber wir haben unseren Tripstone. Das heißt, wir können uns demnächst eine Tripstone-Farm bauen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.